Lieber Steinbock, wir schauen in deinen neuen Monat, den Februar, fürs Kollektiv der Steinböcke. Und ihr habt hier so ein bisschen einen Monat, wo es um himmlische Zeichen geht. Ja. Ihr seid aufgefordert, achtsam zu sein und zu gucken, was euch so begegnet im Alltag. Ob das ganz normale Dinge sind, so Federn, Doppelzahlen. Oder ob euch irgendwelche Sachen immer wieder begegnen auch. Oder ob es irgendein Tier ist. Alles ist hier möglich. Manche von euch kriegen hier auch einen Gruß von der anderen Seite. Jetzt gucken wir mal, was ich mit dem keltischen Kreuz noch kriege für euch. Ja, da haben wir schon mal die Blumen in der Mitte. Wunderbar. Und uns selbst oder euch selbst. Ihr habt hier irgendeine kleine Ernte liegen. Etwas, was ihr empfangt, ein Geschenk für euch. Wenn wir hier himmlische Zeichen haben, dann über sie auch die Geschenke nicht, die man dir auf den Weg gibt. Und es scheint dich einiges zu beschäftigen, denn du hast hier die Unklarheiten auf der bewussten Ebene. Vielleicht ist es so ein Monat, wo du die Dinge klärst für dich oder überlegst, wie du Dinge zum Guten wendest. Wow, und auf der unterbewussten Ebene hast du die Sonne. Also da hast du schon mal gut gearbeitet an dir. Du bist positiv gestimmt. Die Gedanken sind so, dass alles gut wird. Und du hast ja eine sehr gute regenerierende Energie im Unterbewusstsein. Außerdem ist es ein Monat der Kreativität. Du kannst Hindernisse oder Dinge, die dich sehr viel Energie gekostet haben, in der Vergangenheit lassen. Etwas blockiert nicht mehr so, der Weg wird freier. Das Frühjahr scheint auch eine zentrale Jahreszeit zu sein für dich, auch der Sommer. Irgendwas, was du jetzt anfängst, hat bis dahin Auswirkungen. Und was ich auch sehen kann, ist, dass du hier in deine ganze Harmonie zurückkommst, ne? Du hast hier so gute ausgleichende Energie, harmonische Energie. Hier liegen Familienthemen, die dich bisher gehindert haben, die hier freier fließen. Und du beendest hier Kämpfe. Außerdem öffnest du dich auf der körperlichen Ebene. Für einige, das hört sich jetzt blöd an, aber ich sage es euch trotzdem, kann es auch sein, dass sie hier wirklich verstärkt sich körperlich einem Partner öffnen. Das ist ein Monat der Hormone auch wird, wo eben die Hormone hoch schwingen. Und aus der eigenen Sicht hast du hier das Gefühl vielleicht, dass du etwas hibbelig bist oder unruhig oder dass dich auch etwas nervt oder ja, dass das Außen auch viel nervende Energie mitbringt. Aber eigentlich dürfte dich das hier nicht umhauen, denn du hast eine geniale Energie in der Mitte drin schon. Das Außen wird sehr wichtig für dich sein. Wie nimmt man dich wahr? Wie nimmst du andere wahr? Wie zeigst du dich? Und ich habe Veränderungen, die hier auf dich zukommen. Das kann jetzt hier auch den familiären Rahmen betreffen. Aber das sind auch Veränderungen, mit denen du jetzt noch nicht rechnest. Ne? Möglichkeiten oder Chancen auch. Sei achtsam hier, was dir begegnet oder was sich dir auf den Weg legt. Und es wird ein Monat, wo du abschließen kannst, wo du eine neue Tür öffnest, wo du aus einer Situation, die anstrengend war oder wo Verlustthemen waren, rausgehst, die eigene Größe lebst, im Vertrauen bist auch. Möglicherweise kannst du hier ein Thema abschließen, das mit deiner Vaterfigur zu tun hat oder mit einem Partner aus der Vergangenheit. Oder aber ein Partner aus der Vergangenheit kann auch nochmal wichtig für dich werden. So, dann haben wir hier aus dem Pflanzenorakel das Mädesüß. Ein bisschen Balsam für deine Seele.
ein guter Begleiter für Übergänge, neue Freundschaften und auch Liebesbeziehungen. Es ist schon mal wunderbar. Etwas versüßt dein Leben, das wird schöner. Tu dir Gutes auch, ne? Oh, guck mal, wir haben noch den Engel des Glücks, lieber Steinbock. Wir alle wünschen uns Glück, Zufriedenheit und Liebe. Warte nicht darauf, dass andere dich glücklich machen, sondern beginne dich selbst zu lieben, so wie du bist. Dann wirst du auch dich selbst und deine Mitmenschen glücklich machen. Dein Engel hilft dir dabei, alte Enttäuschungen zu vergeben und falsche Erwartungen loszulassen. Und so wird das Glück stets bei dir sein. Also irgendwas lässt du wirklich gut hinter dir. Konzentrierst dich, fokussierst dich auf dein eigenes Glück und du hast hier echt die besten Voraussetzungen dazu. Unten hast du noch den Engel der Tat. Also pack an, probier was Neues aus. Hier auch nochmal die Lebenskraft, die zurückkommt. Mut, die Dinge auch anzugehen. Erste Schritte, die du unternimmst, sodass dann nachher alles von selbst auch ins Fließen kommt. Lieber Steinbock, ich wünsche dir einen wunderbaren Februar. Ich drücke dich. Bis bald.